ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Gut, dass wir die Bibel haben, dass wir Kopien haben, damit wir sie vergleichen können, nicht wahr? Denn was sagt die Elberfelder? Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Vergleiche das. Was steht in deiner korrekten Übersetzung, wie zum Beispiel in einer Schlachter 2000? Und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Dagegen die Elberfelder sagt, uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Was fehlt? Gewaschen. Was sagt die NGÜ, die neue Genfer Übersetzung? Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. All diese modernen, korrupten Übersetzungen, sie lassen gewaschen weg, sie verändern das. Du kannst dir sagen, ja, Anselm, was macht das für einen Unterschied? Natürlich sind wir erlöst durch sein Blut. Natürlich könnte man sagen, okay, an und für sich ist das ein Fakt, der korrekt ist. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel macht es klar, dass wir gewaschen sind durch sein Blut. Lass mich etwas erklären. Es gibt Irrlehrer, die das Blut Jesu Christi leugnen, die das Blut Jesu Christi ablehnen. Wie zum Beispiel John MacArthur. Der ist natürlich Amerikaner, aber er ist in Deutschland sehr beliebt, deswegen nenne ich ihn. So ziemlich jeder Christ da draußen kennt John MacArthur. Ich habe die John MacArthur Studienbibel. Oder ich gucke seine Predigten, damit ich dann auch schön zur Hölle fahre. Der Typ ist ein Hund. Ich hasse John MacArthur. Er leugnet das Blut Jesu Christi. Er lästert das Blut Jesu Christi. Und sagt, dass nichts Besonderes ist irgendwie an der chemischen Zusammensetzung von Jesu Blut. Was für eine bizarre Aussage. Und dann finden wir den Vers in Apostelgeschichte irgendwo, wo es heißt, dass Gott die Gemeinde erkauft hat durch sein Blut so ungefähr. Okay, also Jesu Blut, warte mal, ist Gottes Blut. Also da ist schon was Besonderes dran. Und John MacArthur realisiert das in seiner Studienbibel, kann man dann unten nachlesen in den Kommentaren. Er realisiert das, dass die Bibel sagt, dass Jesu Blut Gottes Blut ist. Aber was sagt er? Und das hat sich derjenige nur so gedacht. Ja, er war so fasziniert von dem, was Jesus getan hat. Und deswegen war das so für ihn, als hätte Gott sein Blut vergossen. Aber das, was die Bibel sagt, dass Gott sein Blut vergossen hat. Weil Jesus Christus Gott ist. Gott hat sein Blut vergossen. Es ist nicht irgendein Blut. Und wir sind gewaschen durch sein Blut. Was John MacArthur sagt ist, oder das Blut, da geht es nicht wirklich um das Blut. Jesus musste nicht wirklich sein buchstäbliches Blut vergießen, damit wir gerettet werden. So, warum würde überhaupt jemand sowas sagen? Es ist natürlich offensichtlich, dass der Typ ganz einfach buchstäblich vom Teufel ist. Du würdest normalerweise nicht auf solche Argumente kommen. Was er sagt ist, es geht nicht wirklich um das Blut. Das Blut, das symbolisiert nur, dass Jesus für uns gestorben ist. Das, was uns rettet, ist Jesu Tod. Aber warte mal. Wir werden nicht nur durch Jesu Tod gerettet. Wir werden durch sein Leben gerettet. Wir werden durch seinen Tod gerettet. Wir werden durch sein Blut gerettet. Wir werden dadurch gerettet, dass er zur Hölle gefahren ist, dass er gelitten hat, dass er ausgepeitscht wurde, dass er Essig mit Galle vermischt getrunken hat, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel aufgefahren ist, dass er sein Blut im himmlischen Heiligtum dargebracht hat. Wir werden durch das alles gerettet. Du kannst dich etwas davon weglassen. Aber John MacArthur will das Blut weglassen. Das ist nicht, was uns rettet. Das ist einfach nur der Tod. Das ist Irrlehre, mein Freund. Jetzt aber zurück zu dem, was die Bibel oder was falsche Bibelübersetzungen hier sagen, wo dann das Gewaschen weggelassen wird. Lass mich dir was erklären. Wenn es bei dem Blut einfach nur um Jesu Tod gehen würde, wie kann man durch Tod gewaschen werden? Erkläre mir das. Du kannst nicht durch Tod gewaschen werden. Du kannst nur gewaschen werden durch eine Flüssigkeit. Durch eine ganz besondere Flüssigkeit, und zwar durch Jesu Christi Blut. Ja, unsere Erlösung ist blutig. Es musste jemand bluten dafür, dass du gesündigt hast. Du musst gewaschen werden in Jesu Blut. Spiele nicht das Blut Jesu Christi herunter, das er gelitten hat für dich am Kreuz, sein Blut vergossen hat. Jemand musste bluten und Jesus hat es für dich getan. Aber da geht es nur um den Tod. Nein, du kannst nicht im Tod gewaschen werden, du kannst nur im Blut gewaschen werden.